Hallihallo, ihr lieben Fräuleinchens, zu einem neuen Food Haul von mir. Ich komme gerade vom Einkaufen und war diese Woche wieder bei Kaufland. Was alles mir durfte, zeige ich euch in diesem Video und wünsche euch viel Spaß beim Ansehen. So, bevor wir loslegen, ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, mein kleiner Video-Fauxpas. Ja, eigentlich sollte am Sonntag ganz normal regulär ein Video online gehen und irgendwie, warum auch immer, ich gucke mir ja die Videos immer an, bevor ich sie hochlade, war da plötzlich nur noch ein schwarzes Bild zu sehen. Der Ton war da, das Bild war weg. Ja, jetzt hätte ich das ja einfach nochmal bearbeiten können. Problem war, dass mein PC kaputt war. Und dadurch habe ich alle Videos, die ich geschnitten und schon hochgeladen habe, habe ich einfach runtergeschmissen von der Festplatte, weil ich Platz gebraucht habe. Ja, dumm. Aber ich konnte das Video dann dementsprechend leider nicht mehr bearbeiten. Und somit gab es gestern, beziehungsweise für euch jetzt vorgestern, kein Video, was ich echt extrem traurig fand. Es war nämlich ausgerechnet die Weihnachtsdeko. Ärgert mich natürlich jetzt mega mordsmäßig, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber alle, die zumindest ein kleiner, winziger Teil von unserer Weihnachtsdeko sehen möchten, die können mir gerne auf Instagram folgen und da mal vorbeischauen. Unter den letzten Reels, da habe ich euch die Weihnachtsdeko zumindest hier in diesem Raum gezeigt. Mega traurig. Ihr seht, da steht auch schon der Weihnachtsbaum. Den mache ich heute fertig. Ich vlogge auch. Dieses Mal war mein Mann der Übeltäter. Ich hätte jetzt tatsächlich noch eine Woche gewartet, aber er hatte dieses Mal Lust drauf. Ich weiß nicht, was mit meinem Mann derzeit los ist, aber der guckt mit mir Weihnachtsfilme. Jetzt will er noch, dass wir Außendeko am Haus machen. Ich bin entsetzt, aber ich feiere es natürlich, gell? Ja, so, egal. Genug gequatscht. Wochenplan. Ich habe nur 6 Gerichte aufgeschrieben, weil mir ist nichts eingefallen. Bei uns gibt es geschnetzeltes Nudeln und Endivien-Salat. Dann haben wir wieder den Hack-Reisauflauf. Einmal Linseneintopf. Dann haben wir Kartoffelsalat mit Wiener Würstchen. Und dann ein Kartoffeleintopf. Und wir haben Schinkennudeln-Gurkensalat. Ansonsten habe ich noch für 1-2 Leckereien eingekauft. Das seht ihr dann auf jeden Fall noch. Und jetzt legen wir los. Ich habe jetzt die Kühlprodukte, die Tasche da hinten stehen. Ich fange jetzt heute ausnahmsweise einfach woanders an. Ausgegeben haben wir 127 Euro. So, als erstes habe ich Pringles mitgenommen. Die waren nämlich im Angebot für 1,44 Euro. Und mein Sohn isst die mega gerne. Und deshalb habe ich einmal Sweet Paprika und einmal sein Favorite Sour Cream and Onion mitgenommen. Genau. Und dann durften mit einmal passierte Tomaten, ich hoffe vom Bild her geht's. Ich weiß nicht warum, die nimmt mich immer aus dem Fokus und beleuchtet. Oder nimmt die Beleuchtung in den Vordergrund. Das will ich hier eigentlich nicht. Hallo, ich bin aber hier. Warte mal, wenn ich es so stelle. Oh, da ist da hinten Beleuchtung, aber so ein bisschen Licht brauchen wir halt schon, ne, für die Videos. So, dann habe ich so ein klein wenig Weihnachtsdeko mitgenommen. Das hat 2 Euro gekostet mit 8 verschiedenen Teilen. Das brauche ich für ein Geschenk fertig zu machen. Dann durfte Milchreis einmal mit. Da hatten wir alle so mega Lust drauf, die will ich die Woche mal wieder machen. So, dann einmal Nudeln, die war im Angebot und da habe ich die Gemilli mitgenommen. 59 Cent, das ist ja mittlerweile echt ein Schnäppchen, gell? Wenn man überlegt, dass die früher 29 Cent gekostet haben. Ach, verrückt. So, dann habe ich noch solche kleinen Weihnachtstütchen mitgenommen. Ebenfalls brauche ich die für ein paar Geschenke. Und ich muss nochmal einkaufen. Ich eskaliere diese Woche ganz arg, denn ich will die Weihnachtsbäckerei jetzt endgültig eröffnen. Und zwar will ich für die komplette Weihnachtszeit in dieser Woche alles wegbacken. Ja, ich muss allerdings erstmal los noch Vorratsdosen holen. Da habe ich jetzt einfach nicht genug, weil ich will schon so 10, 12 Sorten eigentlich machen. Genau, das muss ich besorgen und dann muss ich halt noch die Zutaten zum Backen einkaufen. Ich habe nur so einen groben Plan, welche Plätzchen ich machen möchte. Und bevor jetzt viele sagen, oh Gott, wer soll das essen? Wir verschenken ganz, ganz viele und manche sind für hier auf dem Weihnachtsmarkt, was dann zugunsten der Schule kommt und so weiter und so fort. So, dann habe ich einmal Mayonnaise mitgenommen für den Kartoffelsalat. Da kommt aber nur so ein bisschen was rein.
Dann war Milka im Angebot. Es fängt hier wieder sehr gesund an. Ja, ich bin tatsächlich derzeit noch am Abnehmen. Aber nur weil ich am Abnehmen bin, muss ja nicht jeder andere das hier im Haushalt so tun. So, Milka, weiße Schokolade, einmal mit Tuck, wie gesagt, im Angebot. Für 65 Cent beim Kaufland. Dann habe ich noch ebenfalls zum Verschenken was mitgenommen. Und zwar ein kleiner Dank von Lind. So kleine Mini-Pralinen sind das. Zum Backen habe ich schon mal was mitgenommen, weil es im Angebot war. Ich werde auf jeden Fall nämlich Marzipanplätzchen machen. Rezept findet ihr bei ein Teig, 7 verschiedene Plätzchen. Genau, da habe ich euch das schon abgefilmt. So, Marzipan habe ich dafür nämlich mitgenommen. Lecker Marzipanplätzchen, die sind so gut. Probiert die mal aus. Dann habe ich wieder Salatkräuter mitgenommen. Einmal Dillkräuter, einmal Paprikakräuter. Paprikakräuter findet man mittlerweile irgendwie gefühlt nur noch bei Kaufland. So, verzeiht es mir, ich brauche einen Schluck Kaffee hier. Ich merke nämlich, dass der Hals kratzt. Ich habe schon wieder Husten. Ich traust mich gar nicht mehr zu sagen, gell? Ich habe es auch 2 Tage mal auf Instagram pausiert, weil ich noch so viel anderes zu tun hatte und schon wieder kränklich war. Und boah, da weiß man manchmal echt nicht mehr, gell? Ich reg mich schon gar nicht mehr drüber auf. Aber irgendwie ist das Dauerzustand, ne? Sobald es ein bisschen frischer wird, bin ich dauerkrank. Das nervt so sehr. Oh Mann. So, weil die Nudeln im Angebot waren, habe ich dann nochmal 2 Pakete mitgenommen. 3 also insgesamt. Dann, ebenfalls für die Weihnachtsbäckerei, fand ich ja mal richtig cool, Frostings Tum in Grün, Rot und Weiß, gerade mal für 1,89 €. Und ich dachte, da kann man ja richtig schön eigentlich die Plätzchen mit dekorieren, verzieren. Und da sind dann auch noch so verschiedene Aufsätze mit dabei, fand ich richtig cool. Dann habe ich für den Linseneintopf natürlich Linsen eingekauft und ich nehme da immer die braunen Linsen mit Suppengrün. Das dürfte mit. So, ich mache es mal an die Seite, dass ich da Platz hier noch für die Kühlprodukte habe. Dann habe ich einmal gesalzene Erdnüsse eingekauft und die brauche ich für unseren Christmas Crunch. Den müssen wir dann natürlich auch wieder machen. Genau, übrigens, unser Wichtel zieht auch wieder ein. Folgt mir unbedingt auf Instagram, da zeige ich es täglich. Ich habe jetzt auch dann vor, ab Freitag, euch da mitzunehmen, jeden Morgen, wenn ich einen Adventskalender aufmache. Und dann zeige ich euch natürlich auch abends immer wieder, was unser kleiner Wichtel für Schandtaten macht, falls da jemand irgendwelche Inspirationen braucht. Ja, wie gesagt, guckt gerne vorbei. Irgendwie bin ich in der Weihnachtszeit immer ein bisschen aktiver auf Instagram. Da habe ich irgendwie den meisten Elan, ja. So, Gewürzgürkchen durften auch noch mit, überwiegend für Kartoffelsalat und zum Abendbrot. Dann einmal Salz, ist uns tatsächlich gestern ausgegangen. Kinderriegel, damit mache ich eine Leckerei auf jeden Fall. Das seht ihr dann am Vlog, im Vlog. Der kommt aber, glaube ich, erst am 7.12. online. Außer ich verschiebe das mit dem Rossmann-Horn und tausche das dann am 3. Ich muss mal gucken, ich muss mal gucken. So, Tomatenmark dürften noch einmal mit und einmal Sahne ebenfalls für die Weihnachtsbäckerei. Und ja, das war Tütchen Nummer 1. Dann macht man weiter mit Obst und Gemüse. Da habe ich einmal einen Endivien-Salat mitgenommen. Och, ihr wisst, ich liebe den. Das ist ja ein Riesen-Oschi, ne? Den kriegen wir gar nicht gegessen immer mittags, sodass ich mir abends nochmal eine Portion mache. Und einfach nur das, also ich liebe es, ehrlich. Boah, könnte ich mich reinlegen. So, Orangen, ganz viele Vitaminen, die haben wir momentan echt hier bitter nötig. Und dann habe ich noch 4 Salatgurken eingekauft. Jawohl. Zum Kochen eine Zucchini. Dann habe ich Möhren mitgenommen. Die waren auch im Angebot, so ein ganzes Kilo. Bei uns ist ja der erste große Schnee gemeldet. Bis jetzt ist ja noch nichts liegen geblieben. Es schneit zwar immer mal zwischendurch. Aber die Kleine will, dass ich unbedingt Karotten hole, weil sie möchte einen Schneemann bauen. Ich befürchte nur fast, das gibt nichts. Im Moment ist bei uns einfach noch nicht kalt genug, dass da was liegen bleiben könnte. Ja. So, dann habe ich... ein bisschen Salat dran. Nochmal so einen Sack Äpfel eingekauft. Rote Paprika war im Angebot. Da habe ich noch ein Paket mitgenommen. Und, oh, ich hatte so Bock drauf. Granatapfel, den habe ich schon so lange nicht mehr gegessen. Jetzt dachte ich, nee, ich nehme jetzt mal mit zum Futtern hier. Eine Stange Lauch durfte auch noch mit. Und dann zum Kochen und zum Snacken habe ich noch diese Mini-Tomaten. Mini-Roma-Tomaten mitgenommen. So ein ganzer Eimer im Angebot für 1,99 €.
Dann habe ich Clementinen mitgenommen. Oh, das sind aber viele. 1,5 Kilo für 2,99 im Angebot. Wobei ich das jetzt gar nicht so mehr im Angebot finde, wenn ich ehrlich bin. Und einmal durften wieder Bananen mit. So, jetzt muss ich gucken, dass ich hier mein Käffchen nicht ausschütte. Oh Mann. Dann haben wir das Körbchen auch schon fertig. Das ist leer. Weiter geht es jetzt aber wirklich mit den Kühlprodukten. Im Angebot war Pizza. Und da nehme ich immer ganz gerne welche mit. Italpizza, die kann ich jetzt noch nicht. Da habe ich jetzt zweimal wieder Margherita mitgenommen. Ich glaube, 1,99 € hat die gekostet. Für die kleine Chicken Nuggets, weil an Linseneintopf geht sie mir ja nicht dran. Und dann kriegt sie immer halt was extra. Dann habe ich zweimal Eier mitgenommen. Einmal brauche ich so zum Kochen und einmal, ich habe das immer ganz gern da, gerade mein Sohn, der macht sich immer gern mal zwischendurch ein Spiegelei oder gekochte Eier zum Abendbrot oder Rührei und. So, dann habe ich Suppengemüse eingekauft. Oh mein Gott, soll ich euch mal sagen, wie sehr ich mich freue? Wir haben jetzt einfach bald den ersten Advent. Am Sonntag ist es endlich soweit. Hey, ich bin ja so ein Weihnachtskind und ich habe das Gefühl, die Zeit, die verfliegt schon wieder so schnell. Es ist verrückt, sage ich euch. So, dann von Milram den Benjamin-Käse. Der war wieder im Angebot und da habe ich dann dieses Mal gleich zwei Stück mitgenommen. Da nehme ich immer den jungen Milden. Dann, achso, warte mal, ich wollte ja die Kühlprodukte hier reinmachen. Die sortiere ich immer so ein bisschen, dass ich die als erstes einkühlen kann dann. Dann habe ich nämlich auch Platz, ich kann mir die Tüte herholen. So, was durfte noch Schönes mit? Ein weihnachtlicher Babybell war im Angebot. Der durfte mit und dann habe ich meinem Mann mal wieder was mitgenommen. Guckt mal, kennt er noch, ne? Hatten wir ja ganz lange nicht mehr. Baguette à la Provence habe ich jetzt zweimal mitgenommen beim Angebot für 1,39 €. Dann zum Kochen für den Kartoffeleintopf habe ich zweimal Cabanossi eingekauft. Die Kochcreme durfte wieder mit und da nehme ich ja immer die mit 7% Fett. Dreimal und einmal Schmand für den Kartoffeleintopf. Dann habe ich einmal Quark mitgenommen, weil ich möchte da so einen Quark-Streuselkuchen mit Kirschen backen. Und ich hatte alle Zutaten bis auf Mehl und Quark zu Hause und dann dachte ich, komm, das machen wir am Wochenende. Dann einmal Kerrygold, die war im Angebot, ich glaube für 55 €. Dann habe ich noch diesen Hirtenkäse mitgenommen von Patros Natur im Angebot für 1,59 €. Hey, merkt ihr was? Mittlerweile, es kommt, gell? Ich konnte mir ja früher die Preise nicht merken. So, Schmelzkäse im Angebot für 1,39 €, der von Hochland. Da habe ich den cremig milden mitgenommen. Brauche ich ebenfalls zum Kochen. Und einmal Frischkäse. Einfach so, nicht zum Kochen. Zack, nächstes Tütchen ist leer. Dann, ach, guckt mal, ich habe hier einen riesen Sack. Boah, der ist ja schwer. Einen riesen Sack Kartoffeln mitgenommen. Guck mal gerade, wie viel Kilo sind denn das? Der war im Angebot für 2,99 €. Für, ich weiß es nicht mehr, war es 5 oder 7,5 Kilo. So irgendwie. Und ich hätte eh zwei Säcke die Woche gebraucht. Dann hat das gerade gepasst. Dann habe ich so ein Vollkorn-Sandwich-Toast eingekauft. Für die Kinder einmal Milchbrötchen. So, dann habe ich nochmal so ein Brötchen-Mix mitgenommen. Gemischte Brötchen zum Fertigbacken. Ja. Und dann durfte mit ein. Mir auch schon lange nicht mehr passiert. Ein Weltmeisterbrot, was vorhin eigentlich schön in Form war hier. So, und zum Schluss habe ich dann insgesamt noch 4 Pakete Milch. Und was ihr jetzt wieder nicht gesehen habt, sind die Getränke 6 Sixer Wasser. So, da fehlt was. Hä, waren das jetzt wirklich schon 4 Tüten? Und wenn ja, ach doch, es kommt noch eine Sache. Ich lache gerade, ich habe nämlich was vermisst. Mehl. Ich habe noch ein Paket Mehl mitgenommen. Ja, so und jetzt verräume ich den ganzen Spaß hier und dann fange ich an zu flocken. Ja, damit wir dann schön den Weihnachtsbaum schmücken können. Oh, ich freue mich einfach so. Ihr Lieben, ich freue mich wie immer über euer Däumchen nach oben, über euer Feedback hier unten in den Kommentaren und sage bis zum nächsten Video. Ciao! The house.
bells with boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la.